was das für Auswirkungen mittlerweile hat, weil sich irgendwelche Idioten in Foren organisieren. Alter, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit dem Video. Nehmen wir mal den anderen hier, den Shimtex. Wir müssen reden. Letztes Video vor 6 Monaten. Okay, dann nehmen wir den Firebro. Letztes Video vor 8 Monaten. Letztes Video vor 8 Monaten. Dann machen wir halt doch wieder Ulti. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute soll es mal wieder um eine Live-Reaction gehen. Ich muss gestehen, ich habe mich meistens bei Sachen wie irgendwelche Forendiskussionen oder Twitter-Hates oder so rausgehalten. Ich wollte da gar nicht so viel wissen. Aber Ulti hat ein neues Video gemacht und zwar 4chans Einfluss auf die Gaming-Welt. Und das Einzige, was ich bis jetzt immer gehört habe, sind Skandale aus dem Forum. Und genau darauf reagieren wir heute mal. Mal schauen. Gucken wir mal rein. Mal sehen, was er jetzt gemacht hat. Rage Comics, Rickroll, 4chan ist die Geburtsstätte von zahlreichen Internet-Classics. Man bekommt von der Seite eigentlich nur mit, wenn es um irgendwelche übertriebenen Pranks geht. Es ist... Ich habe nie verstanden, wie man da drauf reinfallen kann. Jetzt mal ohne Scheiß. Daher also nicht verwunderlich, dass User dieser Seite auch schon so einiges in Bezug auf Videospiele hingelegt haben. Wir diven heute in die Welt dieser sehr speziellen Internetseite und gucken uns an, was in der Vergangenheit so in der Gaming-Welt angestellt wurde. Es ist mehr dabei, als man eigentlich denkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Video, weil ich mir so denke, wenn das mal gut geht, ey, vielleicht will ich da gar nicht so tief rein. Aber schauen wir mal. Fortune ist von außen betrachtet eine relativ unscheinbare Website. Es ist eine Ansammlung an Imageboards. Das sieht aus wie eine Webseite von 95. Ich war noch nie, Real Talk, ich war noch nie auf dieser Webseite drauf. Den User ihre Sachen zu bestimmten Themen posten können. Es gibt unter anderem das A-Board für Anime-Themen oder das V-Board für videospielbezogene Themen. Das, was 4chan so besonders macht, ist aber das B-Board. Anders als bei allen anderen Boards ist dieses für Random-Themen da. Wofür ist denn das R-Board? Kann mir das jemand erklären? Es ist bekannt dafür, ein Ort zu sein, an dem es quasi keine Regeln gibt. Alles, was nicht gegen die Gesetze der USA verstößt, darf hier gepostet werden. Dieses Konzept fand besonderen Anklang bei vielen Menschen, vor allem durch den Fakt der Anonymität, die man auf 4chan genießt. Man muss sich hier keinen Account machen, hat kein eigenes Profil auf dem Infos übereinstehen, man hat hier nicht mal einen Username, wenn man keinen will. Auf der einen Seite, sage ich mal, anonym zu sein, ist ja auch nichts Schlechtes. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also wir haben uns im Podcast schon mal drüber unterhalten, bei nerdpodcast.de, ob wir eine Ausweispflicht im Internet einführen sollten, gerade wegen Sachen, die wahrscheinlich auch in dem Video hier vorkommen werden, oder ob wir das anonym halten sollten. Also man ist ja im Internet nie wirklich richtig anonym, aber man kann es auf jeden Fall gut verschleiern, wenn man will. Die Sache ist halt bloß, beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du eine Ausweispflicht hast und sagen wir mal in einem konservativen Dorf oder so sagst du, hey, du bist da der einzige Homosexuelle, was ja irgendwie der neue Trend zu sein scheint, dass so eine Leute dann irgendwie in eine Verschwörungstheorie mitgestopft werden oder der Hass steigt wieder, was total bescheuert ist, meines Erachtens nach. Und dann finden Leute raus, ey, der hat im Internet gesagt, der ist homosexuell und den jagen wir jetzt hier aus dem Dorf. Oder sollte man es so lassen, wie es ist? Und dann kommen wieder ganz andere Sachen zutage und ich finde die Diskussion schwierig. Man ist hier ein kompletter Niemand. Es gibt nicht mal die Möglichkeit, jemanden per privater Nachricht anzuschreiben und das ist der große Punkt, den 4chan von anderen sozialen Medien unterscheidet. Wenn man anonym ist, heißt es Stück weit, dass es keine Konsequenzen für sein eigenes Handeln gibt und das kann teilweise gute und teilweise schlechte Folgen mit sich bringen. Ich glaube, er kommt jetzt auch darauf. Die Hackergruppe Anonymous entstammt dem B-Board, die anfangs mit kleinen Trolls begonnen hat, wie lauter Pizzen an dieselbe Adresse zu liefern. Und auch das ist ja schon scheiße. Seien wir doch mal ehrlich, Alter. Für das Unternehmen ist scheiße, für den, der es empfängt, ist scheiße.
einfach unangenehm. Sich mittlerweile aber für wichtige gesellschaftliche und politische Zwecke einsetzt. Auf der anderen Seite gab es aber auch Sachen wie Hashtag Cut4Bieber, wo Fake-Fotos von Justin Bieber via Marihuana-Rauch verbreitet wurden und junge Fans dazu aufgefordert wurden, sich selbst zu verletzen, um dagegen zu protestieren. Oh, bitte. Also, ganz ehrlich, scheint einiger, naja, gut, man sieht schon die Macken so, aber ich glaube nicht, dass der Mann ganz sauber gewesen ist in seiner Karriere. Aber ich glaube, es sind die wenigsten Künstler. Aber das ist nur Vermutung. 4chan-User haben extra Fake-Twitter-Accounts erstellt, um alles so authentisch wie möglich aufzuziehen. Und es ist erschreckend, wie viele Bilder von Fans, die es wirklich durchgezogen haben. Nein. Alter, wir sind so verloren, ey. Wirklich, Leute, bitte. Das ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch, der vielleicht mehr Erfolg hat als wir. Aber Donny, oh bitte, mach doch nicht so eine Scheiße, ey. ...gezogen haben, existieren. Von Hate-Kampagnen gegen Menschen, die in ihren mentalen Zusammenbruch mündeten, bis hin zu Morden, die auf dem B-Board gestanden wurden. Alter, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit dem Video. Manche Leute aus der 4chan-Community schrecken vor nichts zurück. Das ist nichts vor nichts zurückschrecken, das ist hochkriminell, ey. Tatsache zieht sich auch in die Gaming-Welten, der 4chan-User schon die ein oder andere Aktion hingelegt haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, man hat schon einige Sachen gehört, aber ich wusste nie den Ursprung, deswegen gucken wir jetzt mal, was so aus dem 4chan-Forum alles so kommt. Der Gedanke von Internet-Raids existiert im Grunde schon so lange wie das Internet selbst. Als Twitch noch viel kleiner und nischiger war als heutzutage. Wenn ich das da unten links sehe, da könnte ich das Kotzen kriegen. Dieses, also ich weiß, er hat das hier wahrscheinlich eher als Gag eingebaut und er kann wahrscheinlich am wenigsten dafür. Aber diese geschminkten Kinder da in den USA, die dann von ihren Eltern da auf irgendwelche Scheiß-Veranstaltungen und Wettbewerbe geschickt werden und die keine Kindheit haben, ey. Tage wurden gelegentlich Stream-Chats komplett durch 4chan-User geradet. Okay. Weiß ich nicht. Also, ist jetzt in der Auswirkung harmlos, aber die Leute verstehen den Hintergrund einfach nicht. Satz Put Shoe on Head wurde legendär. Es wurde sich zur Aufgabe gemacht, jegliche kleine Streamer dazu zu bringen, ihre Schuhe auf dem Kopf zu platzieren. Wenn man in diesem Zeitalter No Trolls Today in seinen Streamtitel geschrieben hat, konnte man sich eigentlich sicher sein, dass der gesamte Chat voller Hakenkreuze und war. Browser. Super. Super. Einwandfrei. Ja. Rassismus ist was Tolles. Nicht. Games wie Club Penguin wurden nicht von den Raids verschont. Eine Gruppe namens Purple Republic hat sich auf dem V-Board gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Club Penguin Server mit violetten Pinguinen und einem Minenarbeiterhelm zu fluten. Pinguine, die nicht violett waren, wurden als minderwertige Rasse bezeichnet. Das ist doch kein Spaß. Das ist doch Dreck. Das ist doch Abfall. Was für ein Riesenarschloch muss man sein? Wahnsinn. Ich glaube, ich habe gerade einen Delfin gehört. Naja. Effektiv aus der Pinguin-Gesellschaft ausgegrenzt. Es wurde eine Purple Republic Steam-Gruppe gegründet, die über 900 Member erreichen konnte und fortan der Planungsraum für alle zukünftigen Raids wurde. Selbst Gegenbewegungen wie die Pink Alliance konnten der Purple Republic nicht gefährlich werden und so blieben sie die führende Macht, bis Club Penguin irgendwann geschlossen wurde. Apropos geschlossen. Krass. Also das heißt, dieses Purple Republic Penguin Ding war so lange aktuell, bis das Spiel nicht mehr existierte. Es ist beängstigend, wirklich. Die wohl bekannteste Raid-Bewegung auf ein Online-Browser-Game ist Habbo Hotels The Pools Closed. 2006 gab es Gerüchte, dass die Moderatoren von Habbo Hotels strenger gegen Leute mit dunkelhäutigen Avataren handelten. Was ist denn los, Mann? Eine Gruppe vom B-Board hat also beschlossen, diverse Server mit dunkelhäutigen Avataren, Afro-Frisuren und Anzug zu raiden. Sie stellten sich vor dem Eingang beliebter Spots wie dem Pool und schrieben nur The Pool's Closed. Mit der
der Zeit nahmen diese Raids zu und immer detailliertere Pläne wurden geschmiedet, um die Server am effektivsten zu erobern. Die Poolschließungen weiteten sich auf die reale Welt aus und Pools Close-Schilder wurden an Pools überall auf der Welt geklebt. Eine ältere Frau ging damit sogar zu den Nachrichten, weil sie dachte, die dunkelhäutige Person auf dem Schild richtete sich gegen ihre dunkelhäutigen Enkelkinder. Das Resultat war, dass sie selbst totgemimt wurde. Stell dir mal vor, du kannst nichts damit anfangen. Du bist überhaupt nicht im Internet unterwegs, würde ich jetzt mal bei ihr schätzen. Und ziehst dann aber so eine Gruppen auf dich, was das für Auswirkungen mittlerweile hat, weil sich irgendwelche Idioten in Foren organisieren. Der Trend der Poolschließungen wurde jedoch ein für alle Mal. Alter, wie oft habe ich da das Wort, das N-Wort gerade gelesen, ey? Mal im Niedergeschlagen, als Habbo Hotel eingeführt hat, dass man einfach durch Avatare durchlaufen kann. Somit war es fortan unmöglich, bestimmte Bereiche auf der Welt zu verschließen, indem man sich vor die Eingänge stellt, und das Pools Closed Movement ist immer und immer weiter am Sande verlaufen. Wenigstens mal effektiv. Sehr gut. Laufen. Ganz tot ist diese Bewegung aber nicht. Erst Anfang 2022 wurde versucht, Facebooks Metaverse zu raiden, und zwar mit dunkelhäutigen Avataren, Afro-Frisuren und Anzügen. Geworden ist daraus aber nie wirklich was, da einfach zu wenige Leute ein VR-Headset haben. Die Teile sind teurer als meine Niere. Genau wie die DLCs von EA spielen. Als 2015 das neue Star Wars Battlefront erschien, es dachte sich genau das auch das V-Board und hat sich einen kleinen Spaß erlaubt. Es wurden sich die Domains EA-StarWars.com und EA-StarWars-Battlefront.com gekauft, weil EA das aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht hat. Ist man auf diese Seiten gegangen, kam man einfach nur auf dieses Bild. Oh, die Studios gerade. Auf der linken Seite eine Grafik darüber, wie viel mehr Content ohne DLCs das Battlefront-Spiel aus 2005 zu bieten hatte. Auf der Oh, guckt euch das an. Origin. Westwood. DICE, ey, DICE? Na, DICE gibt's ja noch. Criterion gibt's doch eigentlich auch noch. Die sind doch mittlerweile bei der Need for Speed-Serie dran. Also das Studio an sich gibt's aber noch. Aber wenn ich die Namen da lese, Maxis, Balfrog, BioWare, Mythic, es waren so legendäre Sachen und alle gekillt. Rechten Seite alle Studios, die von EA getötet wurden. Kennt ihr eigentlich das alte Game Battletoads für den NES? Ja. Ein Spiel, in dem man rumlaufen und alles und jeden verprügeln muss. Das Spiel wurde auf 4chan zum Meme. Egal über welches Spiel geredet wurde, es kam immer die Frage auf, ist das Battletoads? Skyrim. Portal, Mario. Es wurde ein Movement gestartet, GameStop-Filialen anzurufen und sie zu fragen, ob sie das neue Battletoads für die Wii haben. Which game? Battletoads? Battletoad. Yeah, I don't see it on our system. They told you we had it? Somebody told me that, you know, you guys had it. Das Meme ist irgendwann, genau wie jedes andere Meme, auch alt geworden und gestorben. Ein Happy End gibt es aber trotzdem. Und das habe ich leider nie wegen dem Artstil gespielt. Es soll gut sein. Aber die Grafiker da, die Figuren sehen so weird aus. 2020 wirklich ein neues Battletoads erschienen ist und bei GameStop verkauft wurde. Die Battletoads Front hat gewonnen. Anders als die Xbox One Front. Die Vorstellung der Xbox One geht. Und der Mann war mal bei EA und hat's komplett verkackt mit der Xbox One. Wundert mich nicht. Wundert mich absolut nicht. TV. Kopierschutz, Online-Mechanismen, always on. Und wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, dann kauft euch halt eine Xbox 360. So seine Aussage, Herr Don Metric. Als einer der schrecklichsten Vorstellungen einer Konsole aller Zeiten. Es heißt, dass diese Präsentation so schrecklich gewesen sei, dass sie direkt den gesamten Konsolenkrieg der folgenden Generation entschieden haben soll. Ja. Man muss mit der Konsole die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sein, man konnte keine gebrauchten Games mehr spielen und sie ist nicht mit der Xbox 360 kompatibel. User auf 4chan haben aber direkt eine Lösung für das Problem gefunden. Es machte diese Schritt-für-Schritt-Anleitung seine Runden, mit der es möglich sein soll, seine geliebten Xbox 360 Games doch noch auf seiner Xbox One spielen zu können. Was? Go to the System Menu. LBRBLTRT. Select the Developer Console. Check the in. Was viele naive Kinder aber nicht wussten, ist, dass es in Wirklichkeit eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür ist, wie man seine Konsole komplett brickt und unbrauchbar macht. Das ist halt scheiße. Also ich sag's mal so, wenn man sich jetzt so verletzt für einen Prominenten, das ist dumm.
Aber wenn du halt versuchst, wenn du unbedarft bist und sagst, ey, vielleicht wäre es ja möglich, meine 360-Games da drauf zu spielen oder ich kann das irgendwie freischalten. Okay, so, just do it. Aber die Konsole zerstören von anderen, Alter, ist so Banane. Leute, ich habe das gemacht. Wie mache ich das rückgängig? Es ist die Konsole von meinem Bruder. Nicht alles muss aber immer lustig sein. Aua. 2014 ging der Hashtag Gamergate an den Start, der in die Belästigung von unzähligen Frauen mündete. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich versuche das hier kurz und verständlich zusammenzufassen. Wer alles genauer wissen will, kann gerne mehr an der Beschreibung erfahren. Es fing alles damit an, dass der Ex-Freund der Indie-Spielentwicklerin Zoe Quinn einen Tumblr-Post veröffentlichte, in dem er ihr vorwarf, sich durch die Spielemagazin-Szene zu schlafen, um positive Reviews für ihre Games zu bekommen. Das Kuriose hierbei ist, dass all dies geschah, ohne einen einzigen handfesten Beweis zu nennen. Es wurden Namen, wie das Magazin Kotaku genannt, jedoch ohne Beleg, dass es wirklich zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Und das ist halt der Punkt. Also, jetzt mal so als Hinweis, viele Leute schreiben mich an, guck mal hier, das hat der eine YouTuber gesagt und kommt jetzt wirklich dies und das und jenes zu dem Zeitpunkt oder kommt die Nintendo Direct, kommt die Switch 2? Und genauso könnte ich das doch sein. Wahrscheinlich mit weniger Reichweite als die, vielleicht aber auch manchmal mit mehr Reichweite als die. Und ich könnte jetzt auch irgendwas in die Welt setzen. Und es wird jemanden geben, der das glaubt. Und das auszunutzen, ist halt völlig Banane. Und so sehr ich zum Beispiel auch Instant Gaming mag, meinen jahrelangen Dauerpartner, wenn die einen Eintrag für Mario Kart 9 machen, heißt das noch lange nicht, dass es bestätigt ist. Die haben dann einfach einen Shop-Eintrag eingelegt, um die Leute vielleicht auch auf ihre Webseite zu locken. Vielleicht, weil jemand gerade Mario Kart 9 gesucht hat. Oder aber die haben dann einfach schon einen Eintrag, falls es denn kommt und die können dann schnellstmöglich reagieren. Sowas ist einfach Banane. Und Leute glauben's, egal was du im Internet verbreitest. Als ein Link zu diesem Post auf 4chan gelandet ist, hat das die Leute nicht wirklich gejuckt. Sie haben Angriffe auf Zoe gestartet, ihre komplette Adresse gedoxt, ihr Mord- und Vergewaltigungsdrohungen zukommen. Wenn ich schon wieder Mord- und Vergewaltigungsdrohungen höre? Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Seit wann ist es denn Trend geworden, jemand Morddrohungen zu schicken? Auf der Straße würde dir wahrscheinlich niemand, würde dich wahrscheinlich niemand nur ansprechen. Aber nein, im Internet kannst du ja schreiben, Alter, ich bring dich um, wenn du hier, keine Ahnung, Detail XY ins Spiel änderst. Ach, dieses Video, ey. Ulti, was hast du getan? Lassen und all das über Monate hinweg. In der Gamergate-Bewegung soll sich gegen unethisches Verhalten in der Gaming-Industrie eingesetzt werden und auf dem Weg dorthin wurde jeder vernichtet, der sich dessen in den Weg stellt. Anita Sarkeesian, eine Feministin, die in ihrer Videoreihe die Gamergate-Bewegung kritisierte. Ihre Adresse wurde veröffentlicht und es wurde gedroht, sie zu vergewaltigen. Brianna Wu, eine Game-Developerin, die sich kritisch zu Gamergate äußerte. Ihre gesamte Familie musste aus ihrem Haus fliehen, da ihre Adresse öffentlich gemacht wurde und Morddrohungen an der Tagesordnung waren. Sie wurde später mit PTSD diagnostiziert. Will Wheaton, ein Schauspieler, der Gamergate kritisierte. Es ist rein gar nichts passiert. Ein Muster, was? Das sich bei Gamergate abzeichnete, ist, dass fast immer nur Frauen angegriffen wurden. Wie klein muss ein Geschlechtsteil von jemandem sein, sowas ins Internet zu tragen? Gegenüber Frauen. Oder generell gegenüber Menschen. Es entwickelte sich immer mehr zu einer misogynistischen Bewegung, die sich auf die Fahne schrieb, gegen übermäßige Moral in der Spieleindustrie zu sein, in Wirklichkeit aber einfach nur frauenfeindlich handelte. Es ging sogar so weit, dass Mood, der Gründer von 4chan, einschreiten musste, um alles, was mit Gamergate zu tun hat, für immer von der Seite zu verbannen. Und wenn das auf 4chan passiert, ja, weiß man, dass die Kacke am Dampfen ist. Oh ja. 4chan ist ein bisschen wie eine Grundschulklasse. Alle haben Spaß, bis dieses eine Kind kommt, das einfach komplett übertreiben muss. Es wird ja wohl für immer ein Ort für beides sein. Lustige Memes, aber auch fragwürdige Aktionen. Boah. Ja, wieder gut recherchiert von Ulti, kann man nichts sagen. Aber das Thema hat jetzt doch am Ende wieder so ein paar Sachen aufgegraben, wo ich sage, was ist los mit den Leuten? Wirklich. Schaut gerne bei Ulti vorbei. Und ihr könnt gerne mal Themen vorschlagen. Unten in den Kommentaren, wenn ihr jetzt noch dabei seid und noch nicht abgestellt habt. Aber keine Links posten. Irgendwie funktioniert das auf meinem Kanal nicht im Vergleich zur letzten Woche, wo ich gesagt habe, es geht.
Es geht nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es euch nicht sagen. Aber haut gerne mal gerne unten Themenvorschläge rein, die vor allem mit Gaming zu tun hat, weil wir sind ein Gaming-Kanal. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Live-Reaction. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.